Die Rheinenergie begann mit dem Bau der Fernwärmeversorgungsleitung im Januar 2016. Als erstes wird die Wegebeleuchtung durch die Rheinenergie abgebaut. Am 18. Januar beginnen die Abtragung des Rasens, der Abbau der Sitzgelegenheiten, der Papierkörbe, der Gambionen und das Aufstellen von Absperrungen. Das Abtragen des Rasens bereitet den Möwen ein Festmahl. Die ersten Aushubarbeiten fielen in eine regenreiche Periode des Februars 2016. Die Anlieferung von Einzelteilen, die für den Zusammenbau der Spundwände benötigt werden, welche zur Absicherung der Baugrube für die Fernwärmeleitung dienen. Transport der mächtigen Rohre für die Fernwärme zur Baugrube. Die mächtigen Fundamente der ehemaligen Hafengebäude erschweren und verzögern den Aushub der Baugruben. Ferner verursacht das Zertrümmern der Fundamente viel Lärm und Staub.
Die mit Nummern versehenen Fundamente, die zerstört werden müssen. Das mühsame Verlegen der Rohre für die Fernwärme. Jetzt werden die einzelnen Rohre miteinander verschweißt und anschließend mit einer Isolierung ummantelt. Nachdem die Rohrverlegung abgeschlossen ist, wird die Baugrube mit feinem Sand verfüllt und anschließend verdichtet. Danach werden die Schrundwände wieder abgebaut. Nur knapp unterhalb der späteren Rasenfläche werden jetzt noch zusätzliche Rohrleitungen verlegt. Viel Feinstaub und Lärm verursacht das Trennen von Beton und Stahl, das einen Aufenthalt auf den Balkonen unmöglich macht. Im Mai 2017 beginnen dann endlich die Arbeiten, um die Anlage am Rheinboulevard wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Zum Schluss wird dann ein Rollrasen verlegt. Da der neu verlegte Rasen bei voller Mittagssonne bewässert wurde, sieht die Rasenfläche jetzt scheußlich aus. Es dauert Wochen, bis sich der Rasen erholt hat.